Schönen guten Tag, hallo, hallo. Schönen guten Morgen, hallo, hallo, wie auch immer. Ja, je nachdem, wer auch mitguckt. Und ja, heute spielen wir ein bisschen Shrouded. Nee, nicht Shrouded, Entschrouded, so. Und ja, bin gerade so ein bisschen dabei, wieder mal die Einstellung zu machen. Und genau. Dann gucken wir uns auch das gleich das Spiel mal an. Ja, Leistung, was ist das hier alles? Okay. Wir lassen das am besten mal so. Sound, Musik habe ich schon runtergemacht. Kamerakleppung, Controller-Button. Aha. Okay, Controller gibt es also auch. Gut, wir gucken mal. Rechtliches. Naja. Ganz viel rechtliches. So, okay. Gut. Er steht zwar, dein GPU-Treiber ist veraltet, aber der ist gerade aktualisiert worden. Beziehungsweise habe ich drauf gedrückt, da ist kein neuer da. Keine Ahnung, was der hat. So. Oh, was ist hier los? Aha, das geht der rucki-zucki gleich voran hier. Alter Mann. Wie sehen die alle gleich aus? Von der Statur zumindest. Das sieht so ein bisschen nach hier Herr der Ringe aus. Okay. So, also Frisuren haben sie nicht gespart, wa? Charaktereditor, es fängt schon mal gut an. Dip, 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 dip. Hilfe, Trotteln. Das, das. Über den. So, Haarfarbe. Ja, braun. Dunkelbraun, ja, Bart. Ja, muss natürlich sein, ne? Bart. Wird mir ja heute auch rasieren, aber haha, nicht geschafft, vergessen. Wie auch immer. So. Bartfarbe. Auch so, okay. Stimme. Alles klar, das passt schon. So, Charakter. Wie immer. So, okay, cool. Das ist mein Charakter. Alles klar. Spielen. Privat, Host, beitreten. Ja, wir spielen erstmal privat. Neues Spiel, starten, meine Welt. Zack, Flammenstufe 1, okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Fang erstmal frisch an. Das noch nie gespielt. Doch wieder sowas, was ich lesen muss. Ich hasse es. Warum vertont man sowas nicht? Verstehe ich nicht, warum man sowas einfach nicht vertont. Huch. Da habe ich irgendwas gedrückt. Man hört doch gar nichts, ne? Nix. Kein Ton, gar nichts. Wahrscheinlich nur Musik, die man eh nicht streamen darf. Ja, deswegen muss ich sie leider ausstellen. Allzu gefährlich, jetzt ist deine Zeit gekommen. Erwache.
Okay, ich erwache. Okay. Eine Brutkammer. Okay, ausgeruht, inaktiv, Schutz, Wärme, Komfort. Das sieht schon so komisch aus, ne? Hier. Grafik wieder ganz komisch eingestellt. Oha, grün. Aha, jetzt sieht es auch gleich ganz anders aus. Also irgendwas war in der Einstellung hier total komisch. Nebelqualität, so ein Schwachsinn, was will ich damit? Oh, was ist denn? Ja, das verstehe ich nicht. Hast du gesehen, wie die, dass sie rumher schwappt? Obwohl ich Qualität ausgemacht habe, Nebel. Qualität hatte ich trotzdem, habe ich trotzdem Nebel. Steht wieder alles auf Leistung. Komisch. Schattenqualität. Feines Blattwerk. Naja, gut. Wir gucken mal so. Aber irgendwas war hier mit den Atia Leasing falsch. Ganz, ganz komisch. Jetzt wird das auch alles so ein bisschen dargestellt, oder? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Komisch. Flammenkrypta. Also man merkt halt schon, dass diese Spiele wirklich schon für die neue Generation an Grafikkarten gemacht wurden. Und zwar mit die DLSS haben. Und Raytracing und sowas, alles, das merkt man sofort. Das ist schon echt krass. Das ist eigentlich eine 8 GB Grafikkarte, ne? Die taugen heutzutage gar nichts mehr. Wahnsinn. Für komische Lichtschatten hier. Aha. Ah. Ja, die haben das Anti-Aliasing sozusagen reingeballert, okay. Krass. Ach, die haben eine Anti. Ach so, die haben eine andere Anti-Aliasing-Methode reingemacht. Und deshalb sieht das auch alles hier ein bisschen anders aus. Ah. Stehe. Guck mal, das ist alles runtergestellt. Alles auf Leistung, alles runtergestellt, ne? Es ist trotzdem schon krass, was hier an Grafik zu sehen ist. Oh, was ist hier los? 650. Wärme, Komfort. Ah, ausgeruht. Okay, mit der Flamme kommunizieren. Flammenaltar muss ich bauen. Wie baue ich das? Ach, zeigen Sie mir bestimmt noch. Tagebuch ist J. Okay, Flamme, Überlebenden. Okay, Tutorials.
Und wieder darf ich selber lesen. Nee, bitte nicht. So, was hier Quest? Beanspruche einen Platz für deine Basis. Okay. Erreiche die Ebenen, Handwerk, okay. Rucksack, okay. Charakter, so sehe ich aus. Okay, dann muss ich immer mal gucken, ne? Die immer eine Buchse haben, die immer, jeden Spiel haben sie komischerweise eine Buchse drunter. Interessant. Oh, Bestienmeister, Waldläufer, cool. Athlet, Barbar, Krieger, Tank, Kampfmagier, Heiler, Zauberer, Gauner, Assassine. Das sieht schon mal gut aus. So, Überlebender, okay. Da muss ich in Ebene für erste Basis. Na gut. Deine Karte und deine Entdeckung im Auge zu behalten, okay. Schnellreise, okay. Das Wegpunkt setzen. Was ist das? Kann ich wieder lesen? Ach, immer die mit ihren Lesen. So, wie komme ich jetzt hier runter? Ist eine Treppe? Nö. Hier geht's runter. Das ist eine kleine Truhe. Cool. Alles mitnehmen. Sammeln, sammeln, sammeln. Oha. Die Axt geht natürlich sehr schnell kaputt. Die Fackel meine ich nicht, die Axt. Natürlich blöd, ne? Haltbarkeit, ich hasse Haltbarkeit. Okay, was ist das hier? Bandage. Alles klar. Ah, liegt nochmal eine. Aha. Eine andere Fackel. Ja, die haben es alle so gehypt, ne, dieses Spiel. Ich bin mal gespannt, was auf uns dazu kommt. Da ist ein Gegner. Da liegt wer? Ne, ist ein Gegner. Wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem in Kommen, um deine maximale Zeit im Miasma aufzufüllen. Ha? Im Miasma. Okay.
Wird erstmal gleich eine Waffe drin gehabt hier. Okay. Also ich muss sagen, obwohl ich Nebel ausgestellt habe, habe ich hier ganz schön viel Nebel, ne? Und das ist ganz schön nervig. Dieser Nebel. Okay, also aus dem Yasa muss ich ganz schnell raus. Das habe ich schon mitbekommen. Okay, dann geht es mir auch wieder gut. Ich muss sagen, geht ganz schön schnell kaputt hier, die ganzen. Obwohl das so ein rostiges Kotschwert ist, geht das richtig schnell kaputt. Das Runen, okay. Rezept freigeschaltet, da. Ah. Ausrüstbar, Terran-Material. Aha. Okay. Buflammaltar, Bauhammer, Bandage, Holzfälle, Axt, Lagerfeuer, Spitzhacke, Schilde, Keule, Bogen, Lumpen. Aha. Okay. Fällst du, erwachst du an einem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben? Ah, cool. Sind das Bären? Lila Bären, okay. Mal alles absammeln hier. Maiskolben. In jedem Spiel gibt es einfach Mais, ey. Aber man sieht es schon, dass es ganz schön leckt, oder? Also ich finde, es ist leckt. Wie Sau. Ich verstehe noch nicht mal, warum. Ich habe alles auf Leistung, alles. Das ist schon echt krass. Keine Ahnung. Latenz 0. Oder ist es vielleicht nur beim Dings so? Kann natürlich auch sein, dass es, weil es eben auf meinen, weil ich das halt selber hoste jetzt alles hier. Das ist natürlich der Rechner vielleicht überbewertet. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Aber es kann nicht sein, dass es so doll leckt. Das ist echt schon. Vorhin auf die geringsten Leistung. Nee, das ist echt übel. Weiß nicht, was das soll. Ist heftig. Komische Fenstermodus. Leckt's nicht, ja? Sieht alles gut aus. Aber es gibt auch kein Fenster Vollbild mit Dings. Fenstermodus. Ohne Rand gibt es auch nicht. Es gibt nur Vollbild und Fenstermodus. Krass. Hm.
Das ist echt heftig. Dass es so dolle leckt. Dass es so verschwommen aussieht. Alter, was ist das? Was haben die für eine Grafik-Engine, Junge? Oder? Das ist ja echt heftig. Und ich habe Nebel ausgestellt und überall hast du diese blöden Nebeleffekte hier. Was soll das? Na egal, ich bin einfach ein bisschen weiter. Position erreicht, so. Baue ein Flammhalter. Oh, Schafe gibt's ja auch. Schafe, Wölfe, okay. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das selber alles laden muss hier. Die meisten Spieler sind ja so, dass die alle einen eigenen Server jetzt im Hintergrund laufen lassen und dann nochmal das Spiel an sich haben. Ne? Vielleicht mag er das nicht. Weiß ich nicht. Gut, egal. So, also wir müssen jetzt ein Handwerk bauen, ein Flammenaltar. Brauche ich Stein? Kann ich sogar machen. Flammenaltar, so habe ich jetzt gebaut und nur. Baue ein Flammenaltar, okay. Zack. Der Flamme kommunizieren. Ist nicht allein, es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Bauer schlummern. Erweck sie, damit sie dich auf deine Reise unterstützen können. Sei auf der Hut, einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt in einem Miasma verhüllten Tal. Aha. Alter, aufwerten, okay. Globalen Fortschritt freischalten. Okay, Fähigkeitspunkt zurücksetzen. Ticke die Flamme, um deinen Flammenaltar zu entfernen. Achtung, ungeschützte Bereiche werden von dem Miasma verzehrt. Platzierte Gegenstände werden verloren gehen. Okay. Das muss ich erstmal verstehen. So, also. Reise durch das Miasma. Karte anzeigen, F. Da muss ich jetzt hin. Okay. Wir gucken mal. Hast du jetzt den Wolf zerstört oder was? Oder wo ist der hin? Da ist er. Bäh. Komm her hier. Was ist das denn? Was sind das denn für kleine Viecher? Das Hasen? Was seid ihr für Viecher? Lol. Was ist denn hier? Warum ist auf einmal alles dunkel? Hä? Warum ist jetzt auf einmal so schnell dunkel? Junge, was soll das?
Machen die auf einfach ja auf einmal alles dunkel hier. Kommst du ohne Greifhaken nicht weiter, so stattdessen einen Weg durch das Miasma. Toll. Haben die hier was Tolles für mich? Ah, hier kann ich schlafen. Wird dein Tag? Oh ja. Nachtgeschwindigkeit ist mal 60. Gut. Schlaf einmal mal eine Runde. Ich hasse Nacht. Gut. Jetzt ist Tag. Gut. Hier, Tagebuch des Hauptmanns, okay. Na, was haben die hier Schönes drin? Heiltrank, aha. Ich glaube, da unten sieht es sehr gefährlich aus. Holzpfeil. Feuersteinpfeil, Schrotpfeil. Holzpfeil, ja, ich brauche nur noch einen Bogen. Dann ist alles gut. Zauberstab. Das sind ganz schön viele Fackeln. Okay, auf geht's durchs Miasma. Bleib auf dem Pfad, auf das du nicht der Brut des Miasma zu Opfer fallen mögest. Die Erlösung ist nah. Okay. Oha. Die explodieren auch noch. Na toll. Komm her, ja, du. Er hält schon mehr aus. Oh, ein Ring. Ein Ring? Kann ich da bestimmt ausrüsten. Jawohl. Super. Ist das hier? Zeit wiederherstellen. Oh, cool. Also Miasma scheint wohl wie so eine Art Verpestung zu sein hier. Wenn ich da drin bleibe, sterbe ich innerhalb von 5 Minuten. Bin ich denn noch richtig? Es hat auch sehr, sehr viel Nebel, ne? Sehr, sehr viel. Sie? Achso, klettern. Mir erstmal Überlebungsdrang habe ich gekriegt, okay. Der Gier mit Lagerfeuer, um Essen zu kochen, oder setze dich mit X in ihrer Nähe, um ausgeruht zu werden. Ah, erhöht maximal Ausdauer. Okay, platziere Nahrung deiner Aktion, dann wähle sie aus und drücke linke Maustaste, um sie zu kochen. Okay. Okay. Erstmal schön Maiskolben braten. Gerösteter Maiskolben.
Ich muss nur aufpassen, dass sie mir nicht verbrennen, oder was? Oha. Teer? Aus Mais Teer? Alles klar.